darüber, wie viele bestätigte Covid-19-Fälle gibt es jetzt in der Himmelspforte? Wir haben insgesamt 7 Personen, die positiv getestet wurden. Wie verteilt sich das zwischen Mitarbeitern und Bewohnern? Das sind alles Bewohner, die positiv getestet wurden. Zu den 7 positiv getesteten Bewohnern kommt noch ein Mitarbeiter. Wie haben Sie das, wie möchte ich sagen, herausgefunden in dieser doch kurzen Zeit? Sie hatten ja erst letzte Woche am Donnerstag gemeldet, dass Verwaltungsmitarbeiter positiv getestet wurden. Heute haben wir Montag. Wie kam es dazu? Am Freitag wurde eine Bewohnerin, am Donnerstag wurde eine Bewohnerin ins Krankenhaus eingeliefert, aus anderen Gründen. Sie hat aber gehustet, deswegen wurde dort ein Test durchgeführt und wir haben am Freitagabend die Mitteilung bekommen, dass sie positiv, Corona-positiv getestet wurde. Und daraufhin haben wir dann am Samstag alle Bewohner getestet und 6 weitere ermittelt, die das Coronavirus tragen und eine Mitarbeiterin. Wie werden diese 6 Infizierten bzw. 5 Infizierten denn jetzt untergebracht in der Himmelspforte? Wir haben das Glück, dass wir im Nachbargebäude Schulungsräume zur Verfügung haben, die wir umwidmen können für eine Quarantänestation. Das wird im Moment gerade eingerichtet und ich denke, im Laufe des Nachmittags werden die betroffenen Bewohner dann dort einziehen können. Sie haben die Testergebnisse sehr schnell vorliegen gehabt. Wie kam es dazu? Das hat 2 Gründe. Zum einen, wir haben dann einen eigenen ärztlichen Dienst und auch Tests zur Verfügung, eigentlich für unsere Bewohner im St. Josephs Haus. Die haben wir zur Verfügung gestellt. Und wir haben in der Himmelspforte eine Angehörige, die Beziehungen in die Schweiz hat und die uns ermöglicht hat, die Tests am Samstagabend abzugeben und am Sonntagmorgen ausgewertet zurückzubekommen. Wie ist die allgemeine Stimmung denn unter den Bewohnern oder auch den Mitarbeitern jetzt schon während dieser doch Kontaktsperre, die ja schon seit 2 Wochen gilt? Es ist natürlich zum einen eine gedrückte Stimmung, es ist eine gewisse Hilflosigkeit, man ist der Sache ausgeliefert. Andererseits spürt man auch einen Zusammenhalt und ein gegenseitiges sich stützen, so gut es ihm geht. Herr Benz, wie kann denn die Gemeinde jetzt die Himmelspforte unterstützen in dieser Situation? Gut, unmittelbar am Wochenende konnten wir helfen, indem wir Mitarbeiter des Werkhofs zur Verfügung gestellt haben, der Notfallbereitschaft, die beim Bezug der Quarantänestation helfen konnten. Und darüber hinaus ist einfach ein enger Austausch zwischen Geschäftsführung, Josefshaus, Himmelspforte und Gemeinde. Und wo wir helfen können von Seiten der Gemeinde, tun wir das gerne. Aber was ich wirklich sagen kann, Kompliment an das Team der Himmelspforte, an das Josefshaus, für dieses sehr professionelle Krisenmanagement und die transparente Art des Umgangs mit diesem Vorfall. Ab welchem Zeitpunkt waren Sie denn darüber informiert, dass das so sein kann, dass eben doch mehr Menschen infiziert sind, als man bislang angenommen hat? Also ich hatte stetig das ganze Wochenende über Kontakt mit Frau Ackermann, dem Vorstandsmitglied des Josefshauses, die mich auf dem Laufenden gehalten hat, teilweise mehrfach am Tag. Und daher war das wirklich ein sehr gutes, offenes Miteinander zwischen Gemeinde und Josefshaus und Himmelspforte.